Hallo zusammen, hier ist wieder Tala und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was mit 9.1 ins Spiel gekommen ist. Und zwar befinden wir uns hier einmal im Schlund. Und dort sind wir relativ weit unten im Bestienlabyrinth und zwar auf den Koordinaten 49, 81. Dort haben wir einen NPC, der schimpft sich Dunkellord Taraxis. Und dieser kann uns einen Toy droppen. Den Mob gibt es schon seit Release von Shadowlands, also den kann man da schon seit einer Weile umhauen, aber erst mit 9.1 ist quasi hier ein Toy mit dazugekommen. Das Toy habe ich mir jetzt schon geholt und zwar schimpft sich das Knochensturm Oberteil. Und die Dropchance ist ein bisschen schwierig zu ermitteln, denn wie gesagt, den Mob gibt es seit Anfang des Spiels. Auf WoWhead steht da jetzt 0,23%. Ich vermute aber, dass es irgendwas zwischen 1 und 10% hat. Das Toy, ich habe es beim, glaube ich, dritten Kill bekommen. Also, wenn, dann war ich relativ lucky oder die Dropchance ist halt höher. Das Problem ist, man konnte jetzt halt über ein halbes Jahr das Toy quasi nicht kriegen und dementsprechend rechnet halt WoWhead diese ganzen Tries als nicht bekommen an und dementsprechend ist da mit 0,23% aktuell die Dropchance wahrscheinlich sehr falsch angezeigt. Gut, ich würde sagen, wir lernen das mal und gucken uns das an. Knochensturm Oberteil schimpft sich das und jetzt schauen wir mal rein, wo wir es haben. Knochensturm Oberteil, genau. Was macht das schöne Ding? Entfesselt den kleinen Knochensturm, der über den Boden wirbelt. Hat 5 Minuten lang Abklingzeit. Das setzen wir jetzt einmal ein. Achso, das kann man da placen. Placen wir es hin. Und ihr seht, wir haben quasi den gleichen Mob, der da in groß steht. Jetzt hier in klein, der wirbelt ein bisschen rum. Ist ein schickes kleines Toy. Bringen tut es natürlich relativ wenig. Jetzt zeige ich euch nochmal die Koordinaten. Also hier unten bei den Koordinaten 48, 82 so in etwa befindet sich der Mob. Wie gesagt, Dropchance weiß man jetzt noch nicht abschließend. Hier killt ihn gerade nochmal einer. Ich würde sagen, ich hau noch mit drauf. Vielleicht droppt es ja nochmal raus, das Ding. Dann können wir ja mal sehen, ob ich lucky war oder ob das relativ oft droppt. Wie gesagt, ich vermute jetzt irgendwas zwischen 1 und 10% wird es haben. 3 Tries habe ich gebraucht. So, wir hauen ihn jetzt nochmal kurz weg hier. Ein bisschen Ruf bringt er ja auch. Also das rentiert sich sowieso. Und nein, ich habe leider keinen Toy bekommen. Gut, damit verabschiede ich mich für den kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.